Für alle frohe Weihnachten. Wir alle sind wie immer in diesem Jahr den Zug des Lebens gefahren. Wir haben vorne gesessen, wir haben gesehen, wir haben geschaut, was entgegenkam. Und wir konnten gar nicht so schnell sehen, was sich in unser Leben ausbreitet. Wir haben Momente gesehen, wir haben gefühlt. Es sind Menschen eingestiegen, es sind Menschen ausgestiegen. Es sind sogar liebe Menschen ausgestiegen, wo wir es gar nicht von erwartet haben. Es sind auch die Menschen eingestiegen, die wir noch gar nicht registriert haben. Sie sitzen bei uns in unserem Zug und warten darauf, dass sie gesehen werden. Dass sie einen Schritt nach vorne kommen können und dass sie sagen können, hallo. Weil wir immer so schnell nach vorne gucken wollen und immer das haben wollen, wo wir uns noch sehen, was wir uns wünschen, vergessen wir immer wieder das, was wir schon haben. Und das, was wir haben, ist die Vollkommenheit, unsere eigene Vollkommenheit. Nicht die Vollkommenheit des Gegenübers oder des Nachbars, sondern unsere eigene. Die Vollkommenheit unserer Schöpfung als Mensch. Wir hadern viel zu viel mit uns. Wir sollten aufhören zu hadern und uns annehmen als das, was wir wirklich sind. Perfekt. Und wenn wir in dieser Perfektion, die wir haben, leben können, ohne in Konkurrenz auszuatmen, können wir in Frieden leben. Wenn wir unsere Schmerzen, die wir haben, manchmal haben wir Schmerzen, die wir gar nicht spüren in uns, weil sie so tief abgeklungen sind oder abgesunken sind und weil wir sie so schon als normal ansehen, dass wir sie gar nicht mehr sehen können, was sie mit uns machen. Hier geht es darum, diesen Schmerz aufzulösen. Und so möchte ich auch, dass wir, jeder zu sich kommt und in sich hineinschaut und sagt, ich lasse los, ich lasse mein Leben gewähren, ich lasse mein Leben so in mir gestalten, wie es vom Schöpfer gedacht worden ist. Nämlich so in der Fülle des Lebens. Nicht in der Kleinigkeit, in der Peinlichkeit, sondern dass wir als wertvoll, egal wie wir aussehen, ob wir groß, klein, dick oder schlank sind, ob wir einen Partner haben, ob wir keinen Partner haben, ob wir 20 Jahre sind oder ob wir uns darauf freuen. Jeder in seiner eigenen Wichtigkeit so annehmen, wie er ist. Ich möchte hier nicht weiter ausufern. Ich wünsche allen noch einmal, die bei mir gewesen sind, auf meinen Seminaren oder die auch nur den Versuch unternommen haben, zu mir zu kommen, ein Dankeschön zu sagen. Das nächste Jahr kommt, die nächsten Seminare stehen fest. Schaut auf meine Homepage. Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Und ich verbleibe wie immer euer Robert Gerhardt.